Okay, da bin ich. Willst du eben F? Soll ich eine Cam nehmen? Oder so? Ach so, ist schon offen. Ich bin gerade lost. Ja, der Persisi. Ich wollte gerade sagen, hä? Hallo Geist, wir kommen, um dich zu ärgern. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Ich will dich ärgern, also zeig dich. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Ich will dich doch nur ärgern. Na los, gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Der ist direkt hier durchgelaufen. An der Fußmatte. Leider nur ein Dreier EMF. Gefrieratmen, glaube ich. Ja, Gefrieratem. Ich hab mal das Licht ausgemacht. Siehst du jetzt vielleicht Orbs? Nee, nee, es läuft da mit dich zusammen. Von der Position aus sehe ich keine Orbs. Okay. Warte, Persisi. Ey, die ganze Zeit permanent nur ein Dreier EMF, ne? Los, gib mir ein Zeichen. Wieso? Ich sehe den Knochen nicht. Da ist wieder EMF. 4. Okay. Hier sind irgendwo den Knochen rumflattern sehen. Ich achte da nie so drauf. Ja, vielleicht. Ich guck grad nochmal oben, ob ich ihn oben finde. Ich habe tatsächlich auch schon mal einen Screenshot gesehen, da lag der so unter dem Bett, dass man den wirklich fast gar nicht gesehen hat. Gefunden! Yay! Ich hätte das auch schon, was mir ein Knopf abgehauen ist. Was? LOL! Bett! Naja, mein Knochen war gestern Reach dabei, also. Hä, hey, man nennt nur 3. Ja, ich habe gestern ja eine Knochen gefunden, dass da schon da dran, dass dieses Brett ist. Auch sehr interessant. Bist du hier? Okay, das habe ich gehört.
Es sind also wieder meine beiden Lieblinge. Wir brauchen Geister-Orbs, Fingerabdrücke oder das Buch. Also war Box jetzt bestätigt? Ja, hat gerade gesagt, dass er hier steht. Okay. Wechsel du mal. Wer, ich? Wieso? Also was haben wir jetzt alles? Gefriertemperaturen und Geisterbox. Wir könnten jetzt eine Mär, ein Gespenst oder ein Dämon kriegen. Dämon ist Buch, Gespenst ist Fingerabdruck und Mär wäre Orb. Da war, glaube ich, gerade ein Orb. Ich kann mich auch irren. Da, doch, da links. Da links. Orb, wir haben eine Mär. Ist schön, wenn man ein paar Geister auswendig kann. Hattest du ein Kreuz mit? Ja, eins habe ich mit reingelegt schon. Gut. Dann nehme ich das andere. Hallöchen. Raus und zeig dich, wo bist du? Zeig dich. Na los, komm, zeig dich. Komm raus und zeig dich. Nicht einfach nur steppen. Komm raus und zeig dich. Oh, da war sie gerade kurz. Millisekunde. Ja, ich hab's auch gehört. Du musst dich schon ein bisschen länger zeigen. Na komm. Nicht so schüchtern. Na, sei nicht so schüchtern. Zeig dich. Komm raus und zeig dich. Wir tun dir auch nichts. Seid ihr mit dem Gefrieratem wirklich sicher, weil ich sehe hier einfach keine Wolken um dich rum. Also ich hatte ganz safe Gefrieratem. Ganz safe. Ich habe hier gerade eben F5 gesehen, ich bin mir nicht sicher. Ja, wenn ich jetzt hier stehe und zu dir gucke, hattest du gerade Gefrieratem. Hier ist der Gefrieratem. Okay, alles gut. Jetzt sehe ich es bei dir auch. Alles gut. Der ist hier drüben. In dem Raum. Aber er ist da. Komm raus, wo immer du auch bist. Komm raus und zeig dich. Du sollst dich zeigen. Du sollst dich doch nur zeigen. Ich mag's ja, wenn man mir ins Ohr haucht, aber nicht von dir. Süße. Nein, Spaß. Das war ein Scherz. Noch mehr Angst. Sorry. Challenge von gestern erledigt. Ich sollte dich immer dann erschrecken. Okay. Oder hast du dich nicht erschreckt? Doch, ein bisschen. Das siehst du. Challenge erledigt. Wir müssen noch eine Challenge machen. Wir dürfen kein Thermometer benutzen oder so. Und jeder Gegenstand darf nur einmal im Haus sein oder irgendwie sowas. Wäre dann natürlich doof. Wäre dann natürlich doof, wenn es ein Buch ist, ne? Das zweite bringt immer noch mal Geld. Oder Kruzifix bei einem großen Raum, nur ein Kruzifix. Oh. Das wäre schrecklich. Das ist halt bei irgendeinem kleinen, also müssen wir Tingle oder sowas nehmen, wenn wir sowas machen.
Aber hey, na, das kommt, ich darf doch nur einmal im Haus sein. Theoretisch kann man das Buch dann einen Buch rausnehmen und das nächste reinbringen. Theoretisch. Stimmt. Bis jetzt ist immer noch tote Hose. Na los, komm raus und zeig dich. Na los. Komm raus und zeig dich. Zeig dich, zeig dich, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Komm raus, komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus, komm raus. Na los, zeig dich noch einmal für mich. Bitte, bitte zeig dich nicht mehr. Guck mal, ich beleidige dich nicht einmal. Ist das nichts wert? Ist das nichts wert? Dich einfach nur mal zeigen, weil ich dich nicht beleidige? Ach komm schon. Das habe ich doch auch verdient, oder? Guck mal, ich bin so lieb zu dir, dass ich dich nicht mehr beleidige. Zeig dich doch einfach einmal, bitte. Für mich. Nur einmal. Na komm, zeig dich. Also der Geist reagiert nicht auf Freundlichkeit. Na komm schon. Zeig dich doch bitte. Jo, jo, zeig dich. Sofort. Hier, leichtes Opfer. Ich bin die mit dem Joint in der Hand. Zeig dich. Kannst du den Zug abhaben? Foxy? Ja? Joints sind nicht gut. Ich will hier so keine Werbung von sowas haben. Okay, Entschuldigung. Hinterher heißt es noch... Hinterher heißt es noch, ich würde die Leute dazu animieren, Joints zu rauchen. Nein. Aber guck mal, das will ich auch nicht. Das ist nur ein Räucherstäbchen. Ich weiß, ich weiß. Aber trotzdem. Achte bitte drauf an, achte bitte darauf, wie du es formulierst. Das kann bei Twitch sehr schnell in den falschen Hals rutschen. Sorry. Oder mache ich mir gerade eher Sorgen wegen Twitch, nicht wegen meinem Stream oder so? Ja, sorry. Ich meinte das Räucherstäbchen. Ja, löse, geh mir raus. Weißt du was? Ich gehe raus und dann kannst du beleidigen, wie du willst. Den lasse ich dir noch hier. Bis gleich. Warte, noch höre ich dich. Wie heißt der? Heißt Charles Thompson und ich höre dich nicht mehr. Das heißt, du kannst jetzt, wenn du lokal redest. Esse ich einmal schnell mein Eis auf. Hat ausgelöst, kann's rauskommen. Tatsache, das hatten wir auch noch. Na gut.